Die nächste Reise steht an. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es ja schon am Anfang des Videos gehört, für mich geht es wieder auf Reisen. Es hat nichts mit Disney zu tun, es geht ins Warme, zusammen mit meiner Mama und ein paar von ihren Freundinnen geht's auf die AIDA. Ja, zurück auf die AIDA und ich war das letzte Mal auf der AIDA im November 2019, dazu gibt es auch hier ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal. Das war leider nicht so glücklich gelaufen damals, denn die AIDA Mira, das war die Taufe und die Jungfernfahrt damals, die aber nicht stattgefunden hat. Denn das Schiff durfte aus behördlichen Gründen, weil so viel Baustelle, egal, ihr könnt euch ja die Videos anschauen, wenn es euch interessiert, durfte das Schiff auf jeden Fall nicht losfahren und wir hatten eine Woche, sind wir nur in Palma de Mallorca gewesen damals und haben uns dort eine schöne Woche gemacht auf Palma und ja, das war so die letzte AIDA-Kreuzfahrt, die ich gemacht habe, aber es ist nicht meine erste AIDA-Kreuzfahrt gewesen. Ich muss jetzt tatsächlich auch mal zählen. Ich habe hier nämlich so mal, ich habe meine Alben rausgeholt, denn es kommen jetzt bestimmt einige Kommentare so, ja, der Daniel war doch erst auf Kreuzfahrt auf AIDA und mein Schiff, jetzt machst du ihm wieder nach. Hast du keine Idee für deinen anderen eigenen Content? Sowas musste ich mir tatsächlich auch schon anhören. Deswegen, nein, ich mache dem Daniel nicht nach. Ich bin seit 2015 kontinuierlich auf AIDA unterwegs. Durch das C ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. Meine Mama war zwischenzeitlich schon wieder auf der AIDA, aber ich hatte ja letztes Jahr so viel WDW und so, da hatte ich einfach keine Urlaubstage mehr und konnte leider nicht mit. Sehr, sehr schade, weil die Kreuzfahrt, die sie letztes Jahr gemacht hat, die griechischen Inseln möchte ich auch unbedingt nochmal machen. Ja, genau, für uns geht's in den Orient auf AIDA Cosma. Wir hatten tatsächlich auch AIDA Cosma gebucht für die Jungfernfahrt ab St. Petersburg. Wann war denn das? 2020? So um den Dreh. Und ja, jetzt muss ich mal kurz mein Handy lautlos machen. Das habe ich vergessen. Genau, also das war, hatten wir eigentlich gebucht, aber durch die bekannten Gründen jetzt Russland und C hat das nicht stattgefunden. Und was wir auch noch gebucht haben, das war tatsächlich für März 2020. Aus bekannten Gründen ist es auch nicht stattgefunden. Und zwar wären wir da von Bangkok nach Shanghai gefahren. Und da hätte ich tatsächlich Disneyland Hongkong und Disneyland Shanghai besucht. Die Kreuzfahrt wollen wir auch auf jeden Fall noch machen. Vielleicht nächstes Jahr mal schauen, aber das steht auf jeden Fall auch noch in meiner Bucketlist. Und das wäre einfach mega cool. Ja, ich erzähle euch schon kurz, was auf der Kreuzfahrt so geplant ist, wie lange wir fahren, was ich schon einigermaßen geplant habe. Denn ich bin ja so ein Mensch, der sehr, sehr weit im Voraus plant und schon alles organisiert haben möchte. Und wir sind aber auf AIDA immer sehr auf eigene Faust unterwegs. Also wir haben sehr selten AIDA-Ausflüge gebucht, weil die erstens teuer sind und meistens auch nicht so gut sind. Das Einzige, was ich immer buche, wenn es geht, sind die Fahrradtouren, weil die gefallen mir immer echt gut. Und mit dem Fahrrad sieht man mal auch andere Sachen. Wir sind zum Beispiel im Mittelmeer in Rom mit dem Fahrrad gefahren. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis. Oder in Kuala Lumpur sind wir auch mit dem Fahrrad gefahren. Ich zeige euch gleich mal ein bisschen was aus den Alpen, wo wir schon alles unterwegs waren mit AIDA. Ja, ich bin AIDA-Kind oder AIDA-Liebhaber. Mein Schiff habe ich noch nie getestet. Ja, wir sind auf Disney Cruise jetzt schon zweimal gewesen, was ich auch weiterempfehlen kann. Aber ansonsten immer nur AIDA. Und jetzt nach Daniels Review muss ich sagen, bin ich jetzt auch nicht so ganz von der Mein Schiff überzeugt. Aber da muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich weiß, da kommen jetzt schon wieder, oh, Mein Schiff ist besser und AIDA ist deswegen besser. Und ne, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, vielleicht könnt ihr auch eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr schon mal auf der AIDA Cosma wart, könnt ihr mir natürlich auch Tipps schreiben, was ich unbedingt machen sollte, welches Restaurant ich testen sollte. Weil das Schiff ist ja eins der größten Schiffe. Und ich glaube, die eine Woche, die wir da sind, reicht nicht aus, um das ganze Schiff zu entdecken. Es wird natürlich wieder Videos geben. Es gibt Vlogs zu jedem Tag. Es wird einen AIDA Cosma Rundgang geben. Und ja, nehmt euch natürlich auf der Reise wieder mit. Wann geht's los? Die Reise beginnt am 26.03., also fast in einem Monat
geht's Richtung Abu Dhabi. Wir fliegen ab Frankfurt schon am 25.03. Hatte ich bisher tatsächlich auch noch nicht, dass wir einen Tag vorher geflogen sind oder was für die Karibik, das weiß ich jetzt aber nicht mehr. Oder nach Asien, könnte natürlich auch einen Tag vorher sein. Aber die Flugzeit nach Abu Dhabi ist ja nur so 5,5, 6 Stunten. Und wir sind dann morgens um 5:30 schon in Abu Dhabi und haben im Prinzip schon den ganzen Tag, dass wir auf dem Schiff verbringen können, Abu Dhabi erkunden können. Die Kabine wird wahrscheinlich erst am Nachmittag fertig sein. Aber wie gesagt, wir können dann schon mal Abu Dhabi erkunden, werden uns dann ein paar Klamotten ins Handgepäck packen. Und an dem Tag ist eigentlich nicht so viel geplant. Ich würde nur gerne ins Emirates Palace gehen und dort einen goldenen Kaffee trinken. Der sieht so cool aus. Und ja, ich kann euch gerne mal hier ein Bild einblenden, wie das aussieht. Also das ist so der Plan. Und ansonsten, wir waren ja im März 2020 eine Woche in Abu Dhabi. Und haben dort alles Mögliche schon gesehen. Das war ja eine Ersatzreise für die Kreuzfahrt, die wir hätten machen sollen nach Asien. Kurz bevor das alles hier ausgebrochen ist, waren wir dann noch eine Woche in Abu Dhabi, waren in der Moschee und so weiter. Also die Moschee ist super. Also wenn ihr noch nie in Abu Dhabi wart, besucht die Moschee. Ist wirklich atemberaubend schön, wirklich der Hammer. Aber wie gesagt, das haben wir schon alles gemacht, deswegen gehen wir den ersten Tag entspannt an mit Anreise, werden ins Emirates Palace fahren, da war ich tatsächlich noch nicht und ansonsten bis 17 Uhr steht das Schiff in Abu Dhabi und dann geht's los Richtung Doha. In Doha war ich tatsächlich noch nicht. Man muss dazu sagen, die erste Kreuzfahrt, die ich auf AIDA gemacht habe, war Orient und Indien. Also wir sind tatsächlich damals auch in Dubai gestartet, wir waren auch 2 Tage vorher noch in Dubai, waren auch in Muscat, was kommt, in Abu Dhabi und so weiter. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Route mache, aber Doha war tatsächlich damals nicht da und es ist das erste Mal, dass ich nach Katar, in Katar einreisen werde. Und dort haben wir eine Safari-Tour gebucht über Pearls. Kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Die machen auch geführte Touren durch Doha, habe ich in der Facebook-Gruppe gelesen. Also es gibt, glaube ich, für jede AIDA-Kreuzfahrt oder für jede Route, die es gibt, eine Facebook-Gruppe. Da habe ich mich dann, drin angemeldet oder bin der Gruppe gejoint. Und da wird ausgetauscht, da habe ich auch wegen der Fahrradtour gefragt, die ich euch gleich erzähle. Und da haben halt viele von diesen Pearls geschrieben, haben gesagt, es gibt, die sind wirklich gut, die holen einen ab am Schiff. Und es gibt halt eine Stadttour durch Doha, die war aber schon ausgebucht, als ich gebucht habe. Das war jetzt vor 2-3 Wochen, wo ich gebucht habe. Da war sie tatsächlich schon ausgebucht. Aber die Safari-Tour war noch nicht ausgebucht. Das heißt, es geht mit einem Jeep durch die Wüste. Und das haben wir damals bei der ersten Kreuzfahrt in Dubai gemacht. Ich weiß noch, meine Mutter sagt schon, muss ich da wirklich mitfahren? Das war damals so schlimm. Und wenn das Auto umkippt und so. es macht mega viel Spaß, diese Safari-Tour. Und einfach diese Wüste zu erleben, ist wirklich auch atemberaubend schön. Also ich zeige euch gleich mal ein paar Bilder hier aus dem Fotoalbum. Und genau, also das ist Doha, das ist am 27.03. Dann haben wir am 28.03. einen Seetag. Das ist auch mal sehr entspannend, da kann man im Pool chillen und das Schiff erkunden. Am 29.03. geht nach Muscat. Da war ich ja schon mal bei der ersten Reise, das ist natürlich auch ein paar Jahre her. Dort ist aber auch die Moschee sehr schön, die wollen wir dann nochmal besuchen. Und den Markt, der ist tatsächlich als fußläufig zu erreichen. Aber ihr könnt auch ein Taxi nehmen. Wir hatten damals das Problem, als wir da waren, dass es irgendwie so eine Art Tour de Muscat gab. Also überall sind Fahrradfahrer gefahren und es war alles abgesperrt. Und mussten dann am Ende wirklich einen mega weiten Weg zu Fuß laufen. Das war sehr, sehr anstrengend für meine Mama. Ja, aber Muscat auch wirklich eine super schöne Moschee und auch der Markt, macht Spaß, da durchzuschlendern. Dann am 30.03. ab 14 Uhr sind wir dann in Dubai. Also das heißt, wir haben so einen halben Seetag und dann ab 14 Uhr in Dubai. Und da an dem Tag, da freue ich mich auch super drauf, wir wollen nämlich ins Global Village fahren. Das Global Village ist so eine Art Epcot, würde ich mal sagen, auch mit eine Mischung aus Epcot und Kirmes. Also es gibt Attraktionen, die kosten aber jeweils extra. Also das Ticket fürs Global Village kostet, ich glaube, um die 15 Euro. Und dann kosten halt die Attraktionen nochmal extra. Es gibt verschiedene, es gibt Achterbahn, Riesenrad, Geisterhaus und. Und es gibt halt verschiedene thematisierte Länder, so wie in Epcot. Also da freue ich mich sehr drauf. Hat auch erst ab 16 Uhr, glaube ich, geöffnet. Also eher so ein Abendding. Also perfekt für den 30. Und da habe ich die Tickets auch schon vorher online gebucht. Das geht direkt über Global Village. Gar kein Problem.
Dann am 31.03. haben wir einen kompletten Tag in Dubai. Dort werden wir shoppen gehen. Es gibt dort verschiedene Märkte und die Malls und so. Also man kann den ganzen Tag mit Shoppen verbringen. Und abends, das habe ich tatsächlich, also ich war schon super oft in Dubai, aber eine Bootstour abends habe ich bisher noch nicht gemacht. So eine Sug-Bootstour oder durch die Hochhäuser. Sieht immer super aus, habe ich bisher noch nie gemacht. Deswegen, das wollen wir am Abend machen. Und es gibt wohl ein neues Riesenrad, so eine Art London Eye, aber viel größer. Das ist wohl neu. Und damit möchte ich auch gerne mal eine Runde fahren abends. Dann am 1. April, unser vorletzter Tag, bevor die Abreise ist, sind wir noch bis 13 Uhr in Dubai. Und dort habe ich eine Fahrradtour gebucht durch die Wüste. Die fängt schon um 4.30 Uhr, glaube ich, an. Oder um 3.30 Uhr, ich bin mir jetzt nicht sicher, also auf jeden Fall super, super früh. Aber ich dachte mir so, oh, so eine Fahrradtour durch die Wüste ist bestimmt cool. Habe ich tatsächlich gebucht und dann habe ich halt in dieser Facebook-Gruppe gelesen, weil ich da auch gefragt habe, wie schwer es ist, ne? Wie anstrengend, so durch die Wüste fahren. Es ist wohl nicht anstrengend, aber es ist wohl so, dass man nicht direkt durch die Wüste fährt, sondern an einer Straße entlang, die hell beleuchtet ist und dieses Wüstenfeeling kommt wohl nicht so auf. Ich bin nur noch unentschlossen, ob ich die Tour machen möchte. Ich werde das, glaube ich, auf dem Schiff mal die Ausflugsleute fragen, wie das so ist. Und ja, mal gucken. Also steht noch nicht 100% fest. Aber das Gute ist, man kann die auch vorher noch, man kann die dann halt vor Ort stornieren, wenn man doch kein Interesse an dieser Tour hat. Also das ist die einzige Tour, die ich über AIDA gebucht habe. Ja, und dann ist auch ab 13 Uhr Abreise von Dubai und um 20 Uhr sind wir dann am selben Tag schon wieder in Abu Dhabi. Das ist ja, wenn du im Auto fährst, auch nur eine Stunde. Das heißt, du musst einmal rumfahren und sind sie dann wieder in Abu Dhabi. Ja, und am 2.4. geht es dann wieder zurück. Das ist unsere Reise, die wir Ende März geplant haben. Ich freue mich sehr drauf. Ich liebe den Orient. Ich liebe die ganzen Länder und bin sehr gespannt. Und zeige euch jetzt mal, was ich sonst für AIDA-Kreuzfahrten schon gemacht habe. Unsere erste Kreuzfahrt war auf der AIDA Aura im Orient und in Indien. Da waren wir im Februar 2015. Und ich gucke mal, ob ich jetzt hier mal ein paar Bilder raussuche. Genau, ich muss mal gucken, wo jetzt nur ich drauf bin. Wie machen wir das? So machen wir das. Hier zum Beispiel einmal Dubai 2015. Ich jung und knackig. Die Wüstensafari ja hier, das war mega. Da. Also man kriegt dann auch so einen Tourbahn, den muss man aber dann selbst bezahlen, den bekommt man dann vor Ort gebunden. Und dann fährt man mit so Jeeps durch die Wüste, das hat mega viel Spaß gemacht. Dann macht man dann halt so coole Bilder. Kann man das sehen? Und das ist der Jeep. Genau, und dann sind wir halt mit der Kreuzfahrt sind wir dann nach Indien gefahren. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Guck mal gerade, ja hier, das war jetzt zum Beispiel in Goa. Da bin ich nur drauf, das kann ich euch ganz zeigen. Das ist zum Beispiel jetzt Goa gewesen. Da war ich auch das Highlight am Strand in meinem Bikini von den Indern. Die wollten irgendwie alle mit mir Fotos machen. Dann haben wir hier Muscat. Ich guck mal gerade. Ja, hier kann ich euch zeigen. Das war jetzt hier in dieser Moschee. Also mega schön. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Also das war unsere erste Kreuzfahrt. Dann ging es an Weihnachten und Silvester mit meinen Eltern zusammen auf AIDA Sol auf den Kanaren. Auch super schön, es war nur an Weihnachten. Silvester waren wir dann in Polen. Aber das ist halt auch in diesem Album drin. Habe ich einfach zusammengefügt. Aber ja, genau. Wir waren jetzt einfach auf den Kanaren unterwegs. Was ist denn irgendwie ein spektakuläres Bild gibt. Es sind halt die Kanaren gewesen. Madeira waren wir, Teneriffa, Fuerteventura oder was, Lanzarote. Muss man selbst mal gucken. Ja. Genau. Also einfach, aber an Weihnachten ist da AIDA Sol gewesen. Danach war ich mit meiner Mama in der Karibik. Das war auch mega schön mit den ABC-Inseln. Das war die AIDA Diva. Natürlich mega schöne Destination. Hier, wenn man allein diese Bilder sieht vom Schnorcheln, das war jetzt Dominikanische Republik. Die ABC-Insel auch mega schön. Ich guck mal, Antigua waren wir, Curaçao, Aruba, Bonaire. Also echt tolle, tolle Ausflugsziele.
In die Reise erinnere ich mich gern. Und hier sehe ich es auch gerade. Hier sind wir auch mit dem Fahrrad gefahren. Moment. Da sieht man mich in meinem tollen Fahrradlook. Das war dann auf Aruba. Ja, die nächste Kreuzfahrt, die wir dann gemacht haben, war AIDA Mittelmeer mit der AIDA Perla. Das war die Perla. Das sieht man hier. Genau, ich mache halt zu jeder Reise immer so ein Album. Meine Mama liebt das auch. Dann kann sie immer reingucken. Und so können wir das festhalten, was wir zusammen schon erlebt haben. Und ich finde, das ist halt so ein Mama-Tochter-Ding von uns. Und ja, ich finde, man sollte die Zeit, die man noch mit den Eltern hat, so gut es geht, genießen. Man weiß nie, wann es vorbei ist, wann es gesundheitlich nicht mehr geht. Und ja, deswegen sind wir Fans davon, mindestens einmal zusammen im Jahr Urlaub zu machen. Letztes Jahr war sie ja mit mir in WDW und da waren wir auf der Disney Cruise. Und sie war auch auf der ersten Disney Cruise dabei. Genau, also wir machen mindestens einmal im Jahr zusammen Urlaub. Genau, AIDA Mittelmeer, da sind wir, wie gesagt, mit den Fahrrädern durch Rom gefahren. Da haben wir auch, sind wir in Palma de Mallorca gestartet. Ja, hier sieht man mal so unsere Kabine, AIDA Perla, Bild. Dann waren wir auf Korsika in Rom mit dem Fahrrad. Das war sehr schön. Tolle Eindrücke, weil man konnte halt zu Orten, wo man sonst, also vielleicht zu Fuß nicht hinkommt, aber mit der Bustour halt auch nicht. Und dann waren wir in Lucca in Italien, in Pisa waren wir auf dem Schiff, viel erlebt. Perla ist natürlich auch ein riesengroßes Schiff. In Barcelona waren wir, das war auch mega cool, ja. Also AIDA Mittelmeer war auch eine Woche. Dann, es ist nur Highlights hier, AIDA Südostasien, da waren wir dann im Januar 2018. Da hatten wir dann halt, sind wir von Bangkok gestartet. Ich liebe Asien generell und deswegen möchte ich auch viele andere Reisen noch in Asien machen. In Singapur waren wir, in Langkawi. Da haben wir dann Affen gesehen und in Penang waren wir auch. In Kuala Lumpur sind wir, wie gesagt, mit dem Fahrrad gefahren. Hier kann ich euch mal, Moment. Hier, das war jetzt zum Beispiel Kuala Lumpur. Also halt, hatten wir verschiedene Punkte, wo wir gehalten haben fürs Fahrradfahren. Koh Samui auch, mega schön, Thailand. Deswegen war ich auch letztens mit meinem Freund in Thailand, weil es mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, das war 2018 und dann kommen wir jetzt schon zu 2019. Im Februar sind wir dann im Indischen Ozean rumgeschippert mit AIDA Blue. Hier Südostasien war AIDA Bella, also bisher hatte ich kein Schiff doppelt tatsächlich. Genau, AIDA Blue, natürlich immer, die ähneln sich tatsächlich auf, weil das halt Schwesterschiffe sind. Genau, wir sind hier auf Mauritius gestartet, haben dort zwei, drei Tage waren wir, oder sogar länger, ich weiß gar nicht mehr, waren wir vorher da, haben Mauritius erkundet, weil das Problem ist immer, wenn man mit dem Schiff ankommt, an dem Tag hat man meistens keine Zeit, irgendwie den Ort, wo man ankommt, hinfliegt, zu erkunden. Deswegen wollten wir unbedingt Mauritius erkunden. Waren dann auf den Seychellen. Ich gucke gerade hier, das sind die Seychellen. Auch mega schöne Reise. Sehr interessant. Dann waren wir auf Madagaskar. Auch, da bin ich tatsächlich auch mit dem Fahrrad gefahren, die Tour. Sieht man hier, was man so auf Madagaskar sieht. So typische Tuk-Tuks. Was war hier auf der Straße rumgelaufen? Also das sind so, wie nennt man so? Keine Ahnung, wie man das nennt. So wie transportieren die halt Sachen durch die Gegend. Ja, natürlich die Armut war sehr, sehr, sehr groß. Hier so eine, die ihre Einkäufe auf dem Kopf trägt. Oder hier der Handymarkt auf Madagaskar. Also wirklich sehr spannend, spannende Insel und ja, dann ging es zurück auf Mauritius, da haben wir noch eine Bootstour gemacht und ja, also Indischer Ozean, auch mega schöne Reise gewesen. Ja, und dann kommen wir schon zur vorletzten Reise, die zeige ich euch jetzt nicht, weil es hat nichts mit AIDA zu tun, aber es war die Disney Magic und in Norwegen auch tolle Reise, gibt es ja auch die Vlogs hier auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen, erinnere ich mich sehr, sehr gerne daran zurück. Ja, und zu AIDA Mira habe ich jetzt kein Album gemacht, weil das war ja eher nur Palma de Mallorca. Aber ja, das nächste Album kommt dann von AIDA Cosma im Orient. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise. Und damit war es das. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.